Der Schutz des Klimas und der Umwelt, das Thema Flucht und Migration und eine Erweiterung der Bereiche Forschung und Digitalisierung an der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt, das sind drei der Themen, die auf der Herbstvollversammlung der bayerischen Bischöfe in München behandelt wurden. Ein weiterer Schwerpunkt war der Ausbau der beiden Kompetenzzentren für Demokratie und Menschenwürde in Freising und Nürnberg. Hintergrund sei nicht zuletzt der schreckliche Überfall auf eine Synagoge in Halle gewesen, so Kardinal Reinhard Marx. Und deswegen haben wir als Bischöfe gesagt, so, das stocken wir auf, das finanzieren wir weiter, das wollen wir weiter unterstützen, dass wir hier deutlich machen, Rassismus, Antisemitismus wollen wir bekämpfen, aktiv bekämpfen, Menschen befähigen, sich einzusetzen für Demokratie und Menschenwürde. Unter dem Vorsitz des Münchner Erzbischofs haben die Oberhirten zudem über Maßnahmen beraten, wie flüchtenden Menschen geholfen werden kann. Hier sei zuallererst aber auch die Politik gefordert. Das Mittelmeer dürfe nicht zu einem Friedhof werden, so Marx. Da gibt es absolut Konsens.